Hallo und herzlich willkommen zurück zu Divinity Original Sin. Beeilen wir uns heute mal ein bisschen. Ne, nicht wirklich. Mit mir Bunny und mit Feig. Ja. Jo, Feig. Ja. Ja, und wir haben hier uns in die Homestead, in unser Zuhause, in das Portal am Ende der Welt, am Ende der Zeit geportet, aus Versehen. Und jetzt wurde ich hier gleich mit dem Zwerg, mit diesem Goblin konfrontiert. Also aus Versehen war das nicht. Du wolltest woanders hin, ich wollte in die Homestead. Ja, ich wollte zurück zu der Hexenhöhle, wo es eigentlich weitergeht. Ne, ich wollte zurück zum... Ja, egal. Er weiß irgendwas über diese Naturspirit, die wir gesehen haben. Und... Oh! Oh! The goddess Astarte lent her beautiful regenerative power and source to all the realm. There was no injury source could not mend, no illness it could not heal. But Astarte's curiosity was piqued by a forbidden box in her garden. Spurred on by her playmates, she determined to peek inside. But when she lifted its lid, what she saw... Okay, das Bild war einfach... ...all-consuming void. That had been returned in hopes that it would never infect. Astarte had called forth the Void Dragon, whose sole purpose was to undo all creation. Immediately aware of her mistake, Astarte grabbed hold of the demon and hurled it and herself into a faraway dimension. Here she has battled this dragon for all eternity. Since that terrible day, Source has been tainted by the presence of the Void. A once beautiful power has become corrupted, and those attempting to wield it often go mad in the process. Ja, eine hocherotische Zwischensequenz, die zu einem Journal-Update geführt hat. The Lady in the Lake. Also, ne. Blablablup. Oh Gott, das habe ich keinen Bock zu lesen. Wer es lesen will, kann pausieren. Okay, sollte genügend Zeit sein. Was ist denn das für ein Vieh? Die Statue kann man anklicken. Mit was für einem Elementar sollen wir gehen? Mit einem Feuerelementar, Eiselementar, Erdelementar oder Luftelementar? Nein, Element. Das hier. Ich bin für Eis. Ich bin für Luft. Was hast du gesagt? Yes, it is. Nee, ich hab gesagt, ne. Du willst immer deinen Willen durchsetzen. Ja. Oh, du hast um einiges mehr... Ah! Genau. Ah, shit. Ja, das war klar. Ja, ich auch so. Ah, Gott. Damit habe ich gewonnen. Fuck. Aber ich darf's wieder auswählen. Nice, Elementar. Wie oft willst du jetzt mit mir hier spielen? Check nochmal Eiselementar. Okay, dann versuche ich mit dir zu reasonen. Ah, shit. Drei Riesen versus fünf Charm. Ich muss nur zweimal gewinnen. Ja, ich muss viermal gewinnen. Statistisch sehr unwahrscheinlich. Ah, Gott, ich hasse dich. Yep.
warum bist du ein Luftelementar? Weil das Blitz ist. Ja, aber es ist Schnee. Ich will da so eine Schneelandschaft haben. Lightning. Wie oft willst du noch? Nein, nein, jetzt habe ich eher Elemental gesagt. Wenn ich dir eigentlich nicht glaube, aber egal. Oh! The Hall of Wind. Yes! Ach so! Wir hätten auch in diese Ace-Halle gehen können. Ach, das Luft, das Eiselementar war schon ausgewählt. Fuck. Glaube ich. Das schaut cool aus. Hab ich doch eine gute Wahl getroffen. Aber es hat kein Gesicht, aber Brüste. Immerhin, ne? Kein Mund, aber Riesenbrüste. Nein, das aber ist der Unterteil perfekt. Fehlt ein bisschen. Also, ja, aber ich meine von wegen, dann kannst du nicht reden. Das ist Level 20. Warte, ich speichere lieber. Nicht, dass wir hier mit hören. La-di-da, la-di-da. Du-du. Das hat was zu verkaufen. Das hat... Das ist eh kein Geld. Ace-Zauber zu verkaufen. Ja, wer hätte das gedacht? Luftzauber. Und Scoundrel Spells, also die für dich, glaube ich. Hast du Scoundrel? Nein. Und Stunning Arrows. Was zu verkaufen. Oh my, hello, forgive me, but you startled me. I guess my head was up in the clouds. Tell me about yourself. Das Elementar hat gerade darüber nachgedacht, was es sein würde, wenn Menschen mit der Nase anstatt mit dem Mund essen. Interessantes Vieh. Hehe, yes, snow that spaghetti. Oh, oh, pardon, pardon. Ah ja, okay, von dem kann man halt einfach... Ace-Zauber, Blitz-Zauber kaufen. Bloß wegen dir. Wir haben nicht mal einen trainierten Blitzmagier. Also ja schon, aber den will ich an sich loswerden und in einen Feuermagier umändern. Idiot. Kriegt man schon sowas Tolles gebraten, wollte ich gerade sagen, geboten? Gebraten. Na super, und jetzt können wir es nicht mehr umstellen. Nur wegen dir. Oh. Come invisible. Ich weiß nicht, wo dein Problem liegt. Das wäre jetzt ein beschissenes Elementar haben. Nein. Was nichts bringt und ich werde mich mal wieder ein bisschen umstylen, wenn ich schon hier bin. Könntest auch direkt Summon Air Elemental Skillboot kaufen. Das hört sich doch gut an. Kann man auch ein bisschen hinzoomen, das wäre vielleicht... Nee, weiß nicht. Boah, nimm mal. Neue Haare. Es ist schön, wenn ich meinen Willen bekommen habe. Nee, finde ich nicht so gut. Wow! Achso!
Du bist in dem Spiegel drin gestanden. Ich hab dich gerade gesehen. Ja, ich bin da rein teleportiert worden. Hast du auch diese Ansicht? Ich laufe in der Ansicht rum. Herrlichst. Ja, gut. Ja, doch, nehmen wir die. AVW. Nehmen wir grün. Okay. Unterwäsche wird schon passen. Yes. Ich vor dir? Nein, du bist da noch drin. Kommst du wieder raus? Kannst dich rausbauen? Ja, ja. Aber das ist... Herrlich. Behindert. Ja. Ziemlich sogar. Lovely woman, ja. Okay, Zickzack hat nichts anzubieten. Schaut der Viva auf Time plötzlich anders aus? Oder die Viva? Hat die was zu verkaufen? Pixie Dust. Okay. Go, go. The Hall of Heroes. Ah, bloß wegen dir. Das haben wir jetzt Blitzzauber. Oh ne. Wir müssen hier nach Silver Glen wollte ich. Da sind noch keine neuen Portale geöffnet worden. Nee. Leider nicht. Schön, weil ich meinen Willen gekriegt habe. Ja, komplett sinnfrei war. Nö. Alles an Lightning Stunt, aber du willst ja nicht. Ja, ich hab nicht meinen Luftdings hochgelevelt. Unglaublich. Aber ich will ja immer noch wissen, ob man hier irgendwo einen Schmied, bei dem man Waffen kaufen kann oder sowas. Ja. Nadias Shop. Der hat mal überhaupt nichts im Angebot. Okay, das sind Travelende. Tell me about that. Ist das Nadia? Ah, Nadia hat was im Angebot, aber auch nicht allzu viel. Und man kann da noch irgendwo einbrechen. Ah, ich glaube hier hinten waren noch Magier. Ich wollte bloß schauen, ob die irgendwelche neuesten Spells haben. Ja, ja, wir sind da unten übrigens noch nicht durch gewesen. Ne? Ja, ich weiß. Okay, drei Wiederbelebungszauber nehme ich mich nicht mit. Wo du dich fröhlich hast zu Asche verarbeiten lassen. Hier haben wir noch... Das hört sich schon cool an, aber es braucht Level 13. Na egal. Okay. Hauten wir uns doch zu der Hexe. Wo rennst du? Ah, du bist schon hier unten. Okay. Weiter geht's. Ich glaube, ich bin mit meiner Haarfarbe und mit meiner neuen Frisur nicht zufrieden, aber was soll's? Du bist schlimmer als jede Frau. Ja. Warum ist das ja auch ein Rollenspiel? Guck mal, da ist eine Qualle. Ich speichere mal wieder. Wo läufst denn du hin? Da ist doch nichts. Da hört die Karte auf. Oder vielleicht doch nicht? Warum hat unser Magier schon wieder ein Level up? Nobody knows. Was passiert denn hier? Okay, wart doch mal hier. Nö, machst du sonst auch nie. Deswegen. Nö. Jetzt halt komplett
jetzt außerhalb des Kampfs. Das ist das, was mir auch immer passiert, wenn du vorne stehst. Ja, aber du beschwerst dich dann immer, dass ich... Keine Ahnung. Ich hab dich einfach mal. Kannst du auch noch ein bisschen laufen? Ja, kann er. Ah, unglaublich, aber sie sind alle feucht. Das ist schon mal gut. Da liegt Fun with Fluids. Oh, kommen denn die her? Ja. Raus vom Walde. Komm ich her. Ich muss euch sagen, es nachtet heute sehr. Wie immer ist es verboten, den toten Dioden zu verknoten. Die haben nicht viel Leben. Die, die machen dich voll alle. Oh ja. Oh Gott, die machen den Eiselementaren ziemlich viel Schaden, muss ich zugeben. Ja, woran das wohl liegen könnte? Ist doch recht, dass wir Feier haben. Nein. Okay. Kann ich dich noch angreifen? Ne, das braucht zu viel Action Points. Du kannst aber hier noch was machen. Boah, super. Reg dich hier nicht auf. Das war auch das perfekt, was ich hier gemacht habe. Das sei in den Raum gestellt. Du machst da auch noch ziemlich viel Schaden drauf, also. Nur weil ich toll bin. Und Madora ist dran. Und sie brennt. Da muss ich wohl gleich eine Heilung hinten nachwerfen. Ja, die steht. Wenn ich dann in Reichweite bin. Oh, ich hab das. Was immer so eine Frage. Nope. Target is too far. Target is too far. Dann lauf ein Stückchen. So viel, dass der Spell noch funktioniert. Ich glaube nicht, dass ich so weit laufen kann, dass ich den Spell noch einsetzen kann. Nee. Dann lauf einfach so. In der nächsten Runde. Kannst du denn hier Blitzdingsen zum Beispiel? Nee, das ist auch alles zu far. Dann lauf. Muss das auch so machen? Okay. Eine Runde lang nichts tun verbracht. Was war denn das? Keine Ahnung, der hat Le was Grand Fries. Le Grande Fries gemacht. Was meinst du denn? Lecker. Und das andere heißt Nut auf Gäste los. Nee. Er wurde geheilt. Ich glaube, er sollte das doch überlebt, weil er dodged. Ach ja. Sie überlebt es auch. Du darfst jetzt schön Schaden reinhämmern. Aber es ist auch cool, dass es in der Höhle regnet. Blablabla. Reden kann ich auch nicht mehr wirklich. Hammer Time. Ne, kein Hammer Time. Nö, einfach kaputt prügeln. So, kann ich jetzt rein bumsen. Das war gar nicht so schlecht. Ja. Aber das war's für mich auch schon. Jetzt wird's interessant. Nein. Nein. Doch. 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 Naja, du stehst übrigens mitten im Wasser. Er steht zum Glück alleine und relativ bald weg vom Wasser. Jetzt greifen sie mich an. Kann ich gut leben. Achso, ich habe gerade einen Helm auf. Ich habe gerade gedacht, meine Haarfarbe hat sich irgendwie verändert, aber
Das war's Gott sei Dank nicht. Und das war's ja auch schon. Ja. Lauf einfach mal hier ein bisschen noch geradeaus. Und du darfst da irgendwas machen. Der sollte auch tot sein. Yes! Läuft doch hier alles perfekt. Nur wegen meinem Blitzzauber. Bist du jetzt noch? Das sieht nicht schon aus, dass wir jetzt... ein Stab für den Magier. Der liegt am Boden. Unidentified Glowing Metal Air Staff. Das verfickte Eiselementar, Luftelementar genommen haben. Nur weil du unbedingt Luft wolltest. So. Ja. Immer Eis durchs Dunnen. Yes! Herrlichst. Nee! Warum ist es jetzt weitergegangen? Achso, weil die auch noch gestunt wurden. Okay. Okay. Noch zwei Runden. Verdammt. Du sollst das Teil einfach aufnehmen. Warum willst du es nicht aufnehmen? Ah, ich will Fun with Fluids mitnehmen. Und ein bisschen Mushrooms. Ich hasse es. Hammer Time. Ah, bei mir stand. Kriegst du? Oh. Wer liegt denn da gerade am Boden? Mein Hauptschau. Finde ich gut, hast du den Stab schon identifiziert? Nein, wann denn? Als ich am Boden lag oder was? Ja. Hattest du ja sonst nichts zu tun, als du am Boden rumlagst. Soll ich mal behaupten. Ja, ja, ist tatsächlich besser als das, was er gerade hat. Ja, plus 1 Willpower. Sollte besser sein. Okay, ja, das war's dann auch schon wieder mit dieser Folge. Wir haben nicht allzu viel hingekriegt, außer unser Homestead zu verhauen. Weil Fike unbedingt ein Luftelementar haben wollte, anstatt ein Eiselementar. Du bist nur am Rum. Was für ein Held. Zeit. Jetzt bleib doch mal stehen hier. Warum soll ich? Aus. Ja und? Ja, und er will trotzdem weiterlaufen. Ja, und ja, ansonsten ist nicht allzu viel passiert. Wir haben unten einen kleinen Kopf. Und ja. Ich hoffe, in der nächsten Folge finden wir endlich die weiße Hexe. Zumindest in den nächsten beiden Folgen. Wenn es euch gefallen hat, einen Like hinterlassen. Ansonsten, wenn ihr immer up-to-date bleiben wollt, abonnieren. Und ja, wenn ihr euch nicht gefallen hat oder irgendwelche Vorschläge habt, Kommentare und Dislike. Halt einfach das ganze Social-Media-Zeugs. Und ich hoffe, man sieht sich in der nächsten Folge wieder. Noch was vom Falk? Hopp, hopp, mach schneller, nächste Folge. Okay, ja, jetzt hätt's ja nicht so. Gut, dann bis morgen, sozusagen.